Ja, Glück auf aus dem Harzer Vorland zu einem weiteren Video Enduro-Abenteuer 2021. Heute ist der 30. März 2021, mitten in der dritten Corona-Welle. Ausgangssperren, Mecklenburg-Vorpommern lässt keine auswärtigen Bundesbürger mehr rein. Oben im Harz liegt noch Schnee bzw. Salzreste auf der Fahrbahn, deswegen bewege ich mich heute auf der Nordseite im Harzer Vorland. Landesgrenze Niedersachsen-Sachsen-Anhalt, heute mit der Old Classic Honda XRV 750. Afrika Twin, Baujahr 91, unterwegs, 105.000 Kilometer auf der Uhr. Ja, es geht ins nördliche Harzer Vorland, Concordia See, Klusfelsen, auf der Suche nach neuen Offroad-legalen Strecken. Lade euch ein, dabei zu sein. Viel Spaß. Und wir sehen uns spätestens beim Mittagessen. Wo auch immer. Bis dahin, wie gesagt, viel Spaß. Euer Harzer Enduro-Wanderer.
Ja, kurze Zwischenmeldung, schon 13 Uhr, reichlich Offroad-Erfahrung heute gesammelt, bei knapp 26 Grad, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Vor ein paar Wochen hatten wir noch einen tiefsten Winter hier. Das ist der Goldbach. Kurze Pause, Trinkwasser aufgefüllt und jetzt geht's weiter Richtung Concordia See und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich bin schon sehr überrascht von den vielen Offroad-Möglichkeiten hier. Ihr habt es ja gesehen oder werdet es noch sehen. Weiterhin viel Spaß dabei, mit mir mitzufahren. Wir sehen uns später. Ja, Mittagszeit beim Enduro-Abenteuer 2021 Nordharz oder Vorharz-Route, Suche nach Offroad-Strecken. Ich bin jetzt hier an der Bode angekommen, keine 1000 Meter in diese Richtung mündet die Saale in die Bode, dort fahren wir gleich auch noch hin. Aber jetzt gibt es erstmal Mittagessen. Ein herrliches Wetter heute am 30.03.2021. Gucken, was das Topf hergibt hier. Ich glaube, Fleischklößchen mit Paprikasoße oder in Paprikasoße. Müssen wir sie mal umrühren. Also bis später. Bleibt dran, fahrt mit und dann guten Appetit erstmal. Ciao, ciao.
Glück auf vom Concordiasee, Harzer Seeland. Etappenziel erreicht für heute. Ein wunderschöner VW T2 Bus steht hier neben mir. Jetzt geht's wieder zurück zur Heimat. Mal sehen, was mich noch erwartet. Waren ja reichlich Offroad-Kilometer heute. Auf meiner ersten Tour Enduro Abenteuer 21 am 30. März 2021 bei wunderschönen sonnigen 25 Grad. Schön, dass ihr mit dabei wart, dass ihr mich begleitet habt. Schreibt Kommentare, macht einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Freue mich darüber und dann sehen wir uns bald wieder. Hoffentlich weitere Reisen. Bis dahin, ciao, ciao, euer Harzer Enduro-Wanderer.